Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zelda 2. Ja, in der letzten Folge haben wir Rowans Geschichte Nummer 3 abgeschlossen und jetzt machen wir die letzte, die im Moment noch offen steht. Wir sind Nia Kera. Ich hoffe, Zeit, das ist die von Mila. Und meine Katze ist zurückgekehrt, jawohl. So, ich habe schon wieder ein bisschen Geld zusammengekratzt. Nämlich alle meine Gegenstände auf 30 reduziert habe, deswegen verkaufen wir jetzt irgendwas und ja, dann habe ich wieder genug Geld. Bams. Zack, so. Dann können wir schon wieder was spenden. Wieso, was hast du denn gemacht? So, dann ab nach Triglav, Belohnung abholen. Von der letzten Folge haben wir ja auch schon noch nicht die Belohnung abgeholt. Also, Mosquito, ja, was haben wir alle? Mosquito, Körperstärker, Buch mit dem Zugang zur Fertigkeit, Vitalität 3 erhält. Oh, sehr gut. Katzenminze, absolute Abwehr, nüchtringliche Abwehr, sehr gut. Und ein Freundschaftstank. Den kann, weiß ich nicht, irgendjemand hier nehmen. Yusei zum Beispiel. So. Yusei. Zack. Ja. Nur so ein Viertel oder so. So, Jude hat Vitalität, ja. Ja, damit. Möchte eigentlich Abwehr. Hat man sie jetzt Spezial überhaupt drin? Ich noch gar nicht geguckt. So viele Sachen, das ist schon ein bisschen so nicht überschaubar. Psyche 3 zum Beispiel. Ja, lass mal schon. Lass mal einfach so. So, Mila. Nee, du bist nicht da. Auf der anderen Seite war das, glaube ich. So. Ja, perfekt. Perfekt. Alles klar. Mila? Mila, es war klar. Milas Geschichte fortsetzen oder beginnen. Hä? Okay, Mila, Kapitel 3. Die Mila, die wir kennen. Lady Mila, you've deigned to return to us at last. It's been a while. Has everything been going smoothly in my absence? Yes. Thanks to the myriad blessings of Lady Mila, our lives remain free of want or worry. Very well. That's good to... Hey, can you cook? Cook? I've never tried. Did you want to taste my cooking? Not really. I just remembered what a good cook Mila was. Oh. You know what? I'm never calling you by her name. I only know one Mila. Very well. If that pleases you. Doesn't tick you off? I mean it. I'll never call you by her name. That's fine. And if you decide to change your mind one day, that's okay too. Why would I change my mind? That's for you to decide. You sure are cold. Cold? I'm sorry. I wasn't trying to come off that way. Saying you're sorry doesn't fix squat. I suppose you're right. Maybe you'd be interested in being friends? I just like to know you better, Al. Not just for my sake, but for the other Mila, too. I hate you! Willst du ja nicht nachgehen? Du darfst ruhig wütend auf sie sein. Willst du ja nicht nachgehen? I doubt chasing her right now will accomplish anything. So you really do want to be friends with her? I know it can't be easy for her to overcome the loss of someone so close, but I do want her to get on with her life. All humans have that capability. Still, I think that probably wasn't the best time to ask her to be friends. Next time, how about trying to gently support her feelings? Supporting her physically is easy enough, but feelings can be so difficult. So etwas kann man halt nicht übers Knie brechen. Ich helfe dir so gut ich kann, ja.
Thank you. I appreciate the gesture. Unfortunately, I don't have a lot of time left. How come? As I said before, maintaining my physical form here is consuming precious mana. I must resolve this situation as quickly as possible and return to the spirit realm. Yeah, you're right. I'm sorry. I didn't mean to sound cold. I guess I'm pretty lousy at supporting your feelings, too. That's not true. I know that you're always by my side. You always will be. Jude. Lass mich mal alleine. Und das war Milas Geschichte 3. Was zum Teufel? Das ging so schnell. Hallo? What is it? Papariazzo, Mila. You've been staring at me for some time. That hair that sticks out of your head. I don't think my Mila had that. Ja? Hä? Okay, das ging ein bisschen schnell. Was soll ich jetzt die restlichen Minuten machen? Eine Story weitermachen möchte ich jetzt heute ehrlich gesagt gar nicht. Ja, das wird dann wieder ein bisschen lange dauern. Osten, ich meine Gaius. Ja, gut, Frage, was machen wir jetzt noch? Jetzt 20 Minuten. Ich könnte die Katzen suchen, ne? Ja, das wäre eigentlich eine perfekte Gelegenheit. Also, ich könnte die letzten Katzen finden, die ich gerade noch nicht habe. Und zwar, ich könnte auch das hier versuchen. Weihwindstecher, Torball in Höhenstraße. Kann ich aber nicht machen. Uah. So, da können wir versuchen, in der im Fesselbillmoor oder in der Banauer Höhenstraße zu suchen. Wir können das hier machen. Erst Bestätigung abgeben, okay. Machen wir erstmal die Mission hier. Wo nochmal? Im Marxburg, Brücke der Einheit. Welcher wohl irgendwie irgendwo haben, so ein Machina-Dingen, oder? Wird. Warum nicht? Vielleicht nicht so ein Machina-Dingen. Whisky Ex Machina Ort, Marxburg, Brücke der Einheit. Also müssen wir das Bestätigung abgeben. Ex Machina Whisky. Guck mal, ob ich den hab. Nein, anscheinend nicht. Ja, so wie dazu. Dann können wir die Mission nicht machen. Dann nächste Mission. Wir haben noch eine Mission da, wo wir Schuluniform bekommen. Gib mir die mal. Zack. Round Metz Lichtpilzsporen mal 3. Haben wir die? Warte mal, müsste ja so ein grünes Dingen da sein, ne? Wenn wir das hätten, ne? Ich glaube so, das haben wir auch nicht, ne? Hier ist die Leront Klinik. Ah, this is nice. Mein Gott, tut hör auf, die Natur zu genießen andauernd. Okay, anscheinend habe ich nichts davon. Ja, ich weiß, was ich hier mit den Katzen mache. Offscreen. Apropos. Dann machen wir ausgehen. Sondern such mal die letzten noch. Fesselbemoor. Wo könnte hier die Dinge sein? Fesselbemoor. Hier. Hier. Ja, keine Ahnung. Müssen wir da eine Katze suchen. Bin ich da auch schon ein paar Mal durchgelaufen. Habe ich, glaube ich, keine gesehen. Hier drin vielleicht. Jetzt finde ich wahrscheinlich sofort eine. Aber anscheinend nicht. Vielleicht finde ich ja diesen Biski noch irgendwo. Prüfen. Nix hier. Okay, das ist auch gut. Aber wollt ihr? Ihr seid doch keine Gegner mehr. Obwohl die Leveln, glaube ich, ein bisschen mit, ne? Deswegen.
glaube ich nicht, dass die schwächer werden. Na. Jetzt auch nix. Prüfen. Die Drohnen kommen schon wieder. Ah. Ah. Ich will doch nur eine Katze suchen. Man sieht da, wie ich mich hier umgeguckt habe. War da was? Nein? Okay. Ich die voll auf den Nerven gehe, die Viecher hier. Fertigkeit erlernen. So, falls es mal zum Kampf kommt. Lass mal nochmal kurz die Truppe ändern. Und zwar so. Damit ich auch wieder ein paar Titel abstauben kann. Das Fesselbemor. Dann machen wir euch mal schnell fertig. Einmal ganz kurz. Dann kann ich mal gucken, ob die wirklich hochleveln. Mit hochleveln. Nö, anscheinend nicht. Ey, was? So, jetzt kommen wir hier die Teleportation. Muss sie irgendwie getroffen werden, ne? Dann muss man so machen. Habe ich das mitbekommen? Aber man muss getroffen werden und dann muss man ein Viereck und sich irgendwo hin bewegen. Ne? Ja, genauso wie bei Jude, nur während man getroffen wird, anstatt bevor man getroffen wird. A most heightened performance. You too. Unfortunately, my blood pressure has risen as well. What? Dein Blutdruck hat ist auch gestiegen. Ja, meine Katze ist zurückgekehrt. Schüler und Meister. Ja. Okay, bringt jetzt auch nichts hier, die Dinge zu suchen, die ich gar nicht geguckt, was ich bekommen habe. Jetzt sind Tequila und so was alles hier. Ja, Tequila war, ne? Zu besorgen, weil dieser Episode werden wir bestimmt nicht die Cutscenes, die damit verbunden sind, erledigen, weil das war von Vera und so, deswegen wird da irgendeine Cutscene sein und da werden wir nicht schaffen. Alles in diesem Part, deswegen spare ich mir das für den nächsten Part auf. Ich werde wahrscheinlich bis dahin alle Sachen schon mal gesammelt haben und dann gehen wir die ab. Das ist aber blöd, tut automatisch abwehren, deswegen kann man die schon allein einfach so. Ja, ne? Ich könnte auch die von Ludger hier leveln. Da kann ja auch diese Hauptdarsteller-Titel kann er ja bekommen. Vom User ist aber auch gut. Die ist danach sogar unbesiegbar, so wie ich das bekomme. Was? Also einer ist es wahrscheinlich von Rowan, einer war von Dingens. So blöd aus irgendwie. Hey, wat? Hat? War ein paar Titelfarben wenigstens. Weil das schon das zweite Mal, dass Milas Geschichte so winzig war, bei ihm ist irgendwie ein Splitterdimension oder ein Kampf oder so verbunden. Bei ihr einfach so zweimal eine Cutscene. Nee, letzte war so eine Bärenjagd, ne? Und keine Ahnung. Jetzt, nee, erst war ihr mit dem Kochen. Eine Suppe, Umherziehender König, okay. Dann hat Gaius, glaube ich, jetzt jede Fähigkeit gelernt. Jede Fertigkeit und so. Da ist eine Katze. Noel. Sehr schön. Und noch ein paar Sachen abstauben. Ja. Ups, Sarah. Ich komme gar nicht mehr klar. Zack. Und mit ihr haben wir sowieso noch die nächsten Beziehungen. Deswegen können wir ruhig ein bisschen mit ihr warten, so ein paar abgehen.
Meine Güte, was sind da für Sachen, ja, was die ja macht. You're so wonderful. And you're so cute and innocent. Doppelgänger. Ha. Haben wir das auch schon mal. Wir müssen mal Muses Dings noch machen. Ja, Teleportation. Ja, 20 Mal. Boah. Ich will Offscreen vorbereiten, nehme ich an. Wann habe ich denn hier nichts erkundet, ey? Da auch nicht? Hallo, na, hier ist ja noch was. Ja, ich war doch schon mal hier auf Screen. Oder? Ja, wir sollten noch mal. Wir sind noch zur Banauerhöhenstraße und die kannst du dort finden, ne? Ich vergaß. Hat verbessert, Fertigkeit erlernt. Sehr schön. Ja, ich war auch schon mal hier, habe ich echt nichts aufgesammelt. Mein Gott, bin ich gründlich. Vielleicht ist da eine Truhe am Ende. Ne, ich glaube, da war aber ein. Ups, aber. Mach mal schnell, ja. Obwohl die eigentlich voll Schneck kaputt gehen. So, jetzt du. Umdrehen, umdrehen. So, sehr gut. Bra, Siegesgeul. So, okay. Dann kann man weiter? Was für ein Ort war ich denn dann die ganze Zeit immer? Ah, hier haben wir noch gegen Gaius gekämpft. Damals. Von nicht allzu langen Tagen. Und der Dingens war auch hier, der ganz schön viele Truhen. Der Dingens, Silberschutz und großes Horn. Wie heißt nochmal die Bonus-Dungeon? Keine Ahnung, so Silberschutz ist wahrscheinlich schon voll veraltet, ne? Was? Konnte man ja später gehen oder was? Ich meine, das war irgendwie alles so egal. So, Banauer Höhenstraße. Da ist letzte uns bisher noch nicht entdeckte Katze. Sagt sie nur wo? Ja, das ist ja die große Frage. Wie sieht eigentlich so hier mit Dings aus? Kann doch jeder was lernen? Ja, okay. Sehr schön. Weitermachen. Das ist zum Beispiel ein Loch, aber da war ich glaube ich schon drin, ne? Obwohl die Schatzruhe ist ein bisschen anders. Ne, die war auch da. Die sah von der Perspektive halt nicht so aus. Tut mir leid. Dann darf ich wahrscheinlich jeden Baum hier nochmal abgrasen, ne? Okay, 30, das ist ja richtig geil. War. Hier ist Dinge nochmal abgrasen. War aber ich schon alles erkundet, ne? Jetzt ja nicht kack, weil ich irgendwie an irgendeinem Baum geklammert haben, oder? So richtig versteckt bist da. Marsch, ja, egal. Ich hab Bock jetzt mal hier abzuwerfen. Fertig gerade gelernt. Guck mal später an. Später, das heißt bei mir gar nicht. Noch eine Fertigkeit erlernen, sehr gut. Zum Beispiel ist da ein Loch. Oh. Da war ich ganz bestimmt schon drin, ne? Was? Seltenes Metall. Habe ich nicht auch letztens irgendwie so einen neuen Dings bekommen von Nachtigall? Tropensturm? Ne, Ödland habe ich bekommen. Was? Ist richtig gut. Du musst halt irgendwo so in der Richtung was lernen, du. Perfekt. Wo du zwar nichts mehr anderes lernen kannst, aber egal.
hat verbessert. Läuft. Hat verbessert? Nein. Was bis heute nicht, weil immer noch der Untergrund, der Unterschied zwischen dem blauen und dem gelben Symbol. Ja, ich kann nicht nur Worte nicht auseinanderhalten, ich kann auch Farben nicht auseinanderhalten. Weil diese blauen Beutel sind und was diese weißen Beutel sind. Auf der Karte. Meine Xillia 1 war da so, dass einige davon immer wieder neu aufgetaucht sind und einige nicht. Oder war etwas anderes? Hat verbessert, sehr schön. Das ist eine Truhe, also war ich da schon. Ob ich hier die ganze Dinge jetzt abklappern darf, ey. In einer Katze. Für Arzt wieder verbessern, hallo. Das war ein Loch, da war ich aber bestimmt drin. Fertigkeit erlernen, sehr schön. Wir lernen ohne Ende Sachen. Aber das, was ich suche, finde ich nicht. Das ist die Ironie, das Karma. Das Videospiel Karma. Du suchst nach einem ganz bestimmten Pokémon, aber du, wenn du es am Suchen bist, findest du es natürlich nicht anstatt ungefähr die 10.000 Male davor, in denen du es 10.000 Mal vorher begegnet bist. Aber du kein Interesse daran hattest. Das nenne ich Videospielkammer. Sofort Gandala. Ja, ne, war ich da eigentlich schon? Kann man da überhaupt rein? Ich glaube schon mal geguckt, ne? Kann man da rein? Da ist gerade jemand rausgekommen. Warte mal. Verdammt. Okay, ich glaube, die Katzenjagd verschiebt sich noch ein bisschen. Mann, jetzt hat man vorher gewusst. Also. Muss auch irgendwo eine Katze sein. Jetzt habe ich mal meine Katze hier. So, sehr gut. Kann ich gucken, nämlich ob hier auch was ist. Was Gandala? Dungeon? Warum habe ich denn da noch nichts? Hallo? Okay, werden wir wahrscheinlich in dem Part nicht mehr sehen. Aber egal. Also nur nach 15 Sachen sowieso. Da ist eine Katze, hallo, ne? Lazy. Wenn ich jetzt wüsste, wie viele hier sind. Eine muss wahrscheinlich wieder per Katzenkurier gesucht werden, aber... Ja. Oh, das Fenster hier haben sie noch nicht erneuert. Bekannt aus dem ersten Teil. Er ist immer noch die bedrohliche Musik. Sehr schön. Okay, die Katze im Dingens haben wir nicht gefunden. Im mehr gibt's hier nicht. Okay, dann gehen wir mal nach Triglav. Geben da das Katzenhalsband ab. Wir haben im Moment 86 Katzen. Sehr schön. Boah, aufstoßen vor der Win. Dann gehen wir die mal ab. Habe ich nicht angenommen, ne? Jo. Nur als Halsband. Sehr schön. Ja, der werde ich wahrscheinlich auf Screen machen. Bams. Muss ich nicht 9 erledigen? Letztens? Ja. Ja, der werde ich irgendwie nur auftreiben auf Screen. Und ja, dann würde ich sagen, das war es dann schon wieder von dieser Folge. In der nächsten Folge machen wir dann die Story weiter, die da heißt Ereignisliste L und ich. Ja, würde ich sagen,
Ich verabschiede mich hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bleibe mich alle als Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Blah.